Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Diese Woche steht ein bisschen was an und ich dachte, ich nehme euch heute mal den Tag mit. Ich bin auch gerade dabei, mich fertig zu machen für den Tag. Eigentlich wollten wir heute ins Gym, aber irgendwie haben wir ein bisschen zu lange geschlafen. Auf jeden Fall steht diese Woche ein bisschen was an, weil es für uns Sonntag wieder weggeht und zwar nach Teneriffa. Ich freue mich unglaublich. Ich war da noch nie, Max war da auch noch nie und das wird unser erstes Mal dort sein. Und wir werden dort nicht alleine sein. Es kommt nämlich noch ein weiteres Pärchen mit und ihr könntet die sogar auch vielleicht kennen. Also ratet gerne mal in den Kommentaren, wer mit uns kommen könnte. Ich werde es euch dann im nächsten Vlog zeigen. Ich nehme euch nämlich natürlich wieder mit. Freue mich auf jeden Fall schon. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall diese Woche noch ein paar Sachen vorbereiten. Und bei mir sind noch ein paar Pakete angekommen mit Sachen, die ich bestellt habe, extra für den Urlaub. Ich habe auch versucht, so ein paar andere Outfits zu bestellen, die ich so normalerweise eher weniger trage. Und ich dachte, ich ziehe das Ganze gleich mal an, zeige euch ein bisschen was und wir lassen Max das Ganze bewerten. Mal gucken, wie er die Sachen findet. Mal gucken, wie ich die Sachen finde. Ich mache mich nur noch schnell zu Ende fertig. Outfit Nummer 1. Ich habe mir so einen Jogginganzug bestellt. Ich dachte halt so für den Flug ganz entspannt und also ich würde den auch halt so zu Hause tragen. Das ist cool. Gab es den nur für Frauen? Beides in Größe XS bestellt. Ich finde es halt das sogar noch aber ein bisschen... groß, ne? Ja, ich hätte noch ein bisschen kleiner sein können, aber ich glaube, es gibt es gar nicht kleiner. Aber ich finde die cool, ich habe den noch nie gesehen. Ich wollte schon länger so einen Matching-Anzug haben. Also die Sachen, die so zusammenpassen, aber nie was Cooles gefunden. Aber jetzt werde ich mal für 1 bis 10. Stunde 9 sagen direkt. Echt? Ja, schon. Ich habe einmal die Jogginghose, die finde ich cool, die werde ich auf jeden Fall behalten. Und dann habe ich das Oberteil, aber nochmal ein anderes. Andere also, Farbe oder? Nee, das gleiche nur als Reißverschluss. Weil ich sehe das auch noch. Boah, das kann auch cool sein. Und hier jetzt noch einmal mit Strichjacke. So sieht die von hinten aus. Boah, schwierig. Aber die ist auch Größe XS und irgendwie hätte die noch kleiner sein können. Weißt du, was ich bei der cool finde? Ja. Dreh ich mal. Ich hinten nochmal drauf. Boah. Ist das besser? Ich glaube tatsächlich, ich fand das andere cooler. Nächstes Outfit schon etwas urlaubstauglicher. Ein langes Kleid. Achso, aber Schuhe. Sogar Schuhe, ja. Ich habe mal so eine Absatzschuhe. Wie heißen die? Keine Ahnung, wie bestellt. Und so eine Tasche. Ich dachte, das passt richtig gut so zum Strand. Mal voll Lückung. So, das sind ja Taschen. Ich muss sagen, es hat was. Das ist wirklich. Rückenausschnitt ist auch voll schön. Ja, aber ich würde sagen, es sieht auch cool aus. Ja, findest du auch mal was anderes? Cool? Ich glaube, ja, ich finde es cool. Du musst dir vorstellen, mich heißt auch Straßenlang-Spitze. Schanzchen von 10, oder? Echt? Ja. Nächstes Outfit. Das habe ich sogar auch schon auf Insta gezeigt. Manche meinten, oh mein Gott, das ist voll schön. Manche meinten, das ist übel hässlich. Aber ich finde es eher übel schön als übel hässlich. Ich fand es auch übel schön. Außer mit den Schuhen. Hast du wieder Schuhe? Sie gleich. Ach so, ach so. Aber ich fand das Kleid richtig schön. Mit dem schließe ich mich an. Ja. Nächstes Outfit. Ich habe ein Bikini an und so eine Bluse drüber und so ein Hut. Den Hut finde ich cool. Ja? Das ist lustig. Sieht chillig aus, muss ich sagen. Dieses weiße Ding erinnert mich ein bisschen an so ein Hemd, was sein Vater hat. Weißt du? Ready für den Urlaub. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Paket. Es ist eine Jacke. Also jetzt nichts für den Urlaub, sondern so für mich. Die wollte ich schon länger haben. Was es wohl für eine Jacke sein wird. Es ist diese North Face Jacke, die gerade eigentlich gefühlt jeder trägt. Aber ich fand sie so toll und wollte sie schon etwas länger haben. Und deswegen habe ich sie mir jetzt geholt. Ich habe sie mir aber nicht original quasi geholt, sondern Second Hand. Da ist sogar noch das Schild dran. Boah, das ist ein bisschen groß. Na, mach zu. Hey, geht er fit oder nicht? Ja, findest du es? Steht hinten was drauf? North Face auch, ja. Sieht cool aus eigentlich. Sieht warm aus, muss ich sagen, oder? Wir stehen hier gerade im Ofen auch noch. Wow, ich mag's. Sieht doch nicht zu groß aus. Ich hatte erstmal das Gefühl, dass sie mir zu groß ist vielleicht, weil ich habe sie halt in S bestellt, aber ich finde es gut. Ich mag sie. Und ich finde dafür, dass sie Secondhand ist, also sie hat das Schild noch dran. Ich sehe keinen einzigen Makel und ich habe halt, wie gesagt, nur die Hälfte bezahlt. Die kostet, glaube ich, irgendwie um die 300 Euro. Ich habe, glaube ich, etwas über 100 Euro bezahlt. Sehr cool. Ich habe mich jetzt nochmal kurz umgezogen. Ich wollte auf jeden Fall gleich schon mal anfangen, Koffer zu packen und nochmal zu DM. Aber davor wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar haben wir einen neuen Saug- und Wischroboter von Dreamy. Was mir als erstes aufgefallen ist, er hat vorne eine Kamera. Ich habe mir mal die App runtergeladen. Ich habe ihn auch schon einmal rumgeschickt, damit er sich hier quasi eine Karte erstellen kann. Schlafzimmer und Badezimmer mache ich, denke ich, nochmal extra. Aber er hat hier quasi jetzt so eine Karte. Das hier ist zum Beispiel unsere Couch und hier ist unsere Küche. Nochmal zur Kamera. Ich kann einfach die Kamera in Echtzeit anmachen. Camera is on. Er kann einfach sprechen. Und ich sehe jetzt hier einfach, wenn er rumfährt,
sehe ich einfach alles. Ich kann ihn auch tatsächlich selber rumschicken. Ich kann ihn zu einem bestimmten Ort schicken. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, kann ich gucken, ob da irgendwas an dem Ort ist. Also ich kann ihn einfach rumfahren lassen. Er kann saugen und wischen. Und er kann auch beides gleichzeitig machen. Man kann auch nur bestimmte Bereiche auswählen, die gesaugt oder gewischt werden sollen, was auch richtig cool ist. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt einmal hier saugen und wischen. Zu dem Staubsauger gibt es auch noch so einen Cleaner dazu, also so ein Putzmittel. Hier kommt nachher das schmutzige Wasser rein. Das muss man dann ausleeren. Hier kommt gleich nochmal frisches Wasser rein. Also ich kann jetzt entweder hier oben drauf drücken, dann fängt er an zu wischen, oder ich gehe in die App und hier kann ich einstellen, ob er halt fegen soll, wischen, staubsaugen und wischen. Kann die Saugeinstellung einstellen und wie nass der Wischer sein soll, also leicht trocken, feucht oder nass. Mit Teppichen hat er auch gar kein Problem, er passt sich an. Also am Teppich saugt er zum Beispiel ein bisschen mehr als auf dem Boden oder er hört eben auf dem Teppich auf zu wischen, dann werden diese Wischaufsätze etwas hochgehoben. Man kann auch einstellen, dass er zu einer bestimmten Zeit saugt und wischt. Sprich, er kann zum Beispiel saugen und wischen, während ihr irgendwie unterwegs seid, dann kommt ihr nach Hause und alles ist schön clean. Die Wischaufsätze werden übrigens nachher in der Station mit heißer Luft getrocknet und sie werden in der Station auch direkt automatisch gereinigt. Hier hat er auf jeden Fall jetzt einmal durchgesaugt und durchgewischt, ist mittlerweile auch schon wieder getrocknet. Sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr clean aus. In der Küche habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Erde verteilt. Jetzt wähle ich aus, dass er in dieser Zone hier einmal reinigt. Zone, dass er nur diese Zone hier reinigt. Ich würde sagen, let's go. Und da kommt er auch schon. Hat er super gemacht. Ich nehme jetzt hier nochmal die Bürste raus. Oh. Yummy, das hat sich alles in unserem Teppich versteckt. Da ist noch mehr drin, oh mein Gott. Packen wir wieder ganz schnell rein. Leo findet ihn schon die ganze Zeit interessant. Er rennt ihm die ganze Zeit hinterher, das ist so süß. Hier ist übrigens das Fach mit dem Staubbeutel drin. Den kann man auch ganz einfach hier entfernen und dann austauschen. Einen Beutel zum Austauschen gibt es auch dazu. Ihr könnt euch die Karte übrigens auch in 3D angucken. Also bei uns war ich hier jetzt ein bisschen verwirrt, weil hier ein Spiegel stand und die Sensoren das dann quasi nochmal verdoppelt haben. Hier steht der Dreamy. Hier steht zum Beispiel ein Sessel. Man kann aber auch tatsächlich einfach Möbel einfügen. Und dann kann man das alles hier tatsächlich einrichten, wie bei sich zu Hause. Wir schicken ihn gerade nochmal los, damit er nämlich nochmal das Schlafzimmer abscannt, damit auch hier dann demnächst gesaugt werden kann. Und das Badezimmer scannt er jetzt auch direkt nochmal. Ich verlinke ihn euch jetzt auf jeden Fall in der Infobox. Guckt dort gerne vorbei. Und jetzt wollte ich euch nochmal kurz meinen DM-Einkauf zeigen, weil ich vorhin noch bei DM war, ein paar Sachen für unseren Urlaub besorgen. Und ich dachte, das zeige ich euch einfach mal. Erstmal ein paar Putzmittel, Badreiniger zum Beispiel, weil wir keins mehr hatten. Erstmal so Haushaltssachen. Dann brauchen wir auch noch unbedingt neue Seife und Feuchttücher fürs Auto. Dann haben wir nochmal eine Cola mitgenommen und zwar mit Raspberry-Geschmack. Cola mit Himbeergeschmack, habe ich noch nie gehört. Lustig. Ich lustig. Nicht lustig, schlecht, oder? Probier mal. Nicht nochmal kaufen. Nee, ne? Dann, achso, ja, das haben wir gar nicht von DM, aber so zu Hollandaise. Wir hatten keiner mehr. Die muss es immer bei uns geben. Ich liebe die. Und eine Zitrone. Und jetzt zu den restlichen Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Zahnpasta zum Mitnehmen. Ich habe mir nochmal mein Feuchtigkeitsserum geholt. Die haben einfach die Verpackung geändert. Aber das benutze ich immer morgens und abends. Dann habe ich mir dieses Spray für die Haare geholt. Das macht Angelina sich immer in ihre Haare, nachdem sie die gewaschen hat. Und das riecht so geil, deswegen muss ich mir das auch holen. Und dann habe ich auch von der gleichen Marke nochmal so ein Öl geholt. Das gebe ich nämlich mal abends, bevor ich schlafen gehe, gebe ich immer so ein Öl in meine Haare. Und dann wollte ich das hier auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Dann für Max ein Duschgel, das wollte er mal ausprobieren. Du, hattest mir dazu das passende Deo geschenkt. Ich weiß nicht, ob es genauso riecht. Oh, das riecht gut. Perfekt, ist gut. Boah, das riecht richtig gut. Und ich habe mir eine Feuchtigkeitsspülung geholt, auch so eine Reisegröße, damit man nicht dieses ganze Ding mitnehmen muss. Und dann auch schon die letzten drei Sachen. Erstmal eine wasserfeste Mascara. Und dann habe ich mir noch einen neuen Concealer mitgenommen, den hatte ich schon mal. Ich dachte, den probiere ich jetzt nochmal aus. Und dann habe ich mir einen Liquid Eyeshadow geholt. Das sah einfach so schön aus, das glitzert so schön. Das sieht einfach so schön aus, wenn man das auf die Augen da aufträgt. Wow. Wunderschön, oder? Sieht nice aus. Das war mein DM-Haul. Aber jetzt erstmal essen. Ich habe Hunger, du auch. Ja, mega. Essen ist fertig. Heute gibt es Schnitzel, Veggie-Schnitzel. Probieren wir heute das erste Mal aus. Guten Appetit. Und wie war das Training? Super, ich kann nicht mehr. Wir waren gerade im Gym, wie ihr gesehen habt. Und jetzt habe ich mich fertig gemacht. Max holt gerade schon mal meinen Koffer von unten. Ich
freue mich schon zu packen. Das Wetter gerade sieht richtig schön aus, ne? Aber es fängt alle 2 Minuten an zu regnen. Es hat gerade einfach wieder angefangen zu schneien. Ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal anfangen, ein paar Sachen zu packen. Leo, wie immer, ist mit dabei. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf Sonntag. Nehme euch natürlich auf Instagram mit, aber ich werde auch wieder mitvloggen. Also kommt demnächst wahrscheinlich dann auch ein Vlog online. Ich hoffe, sehr, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.